Herzlich willkommen zurück zu XCOM Terror from Deep. So, hier werden wir jetzt mal einen Spontanfeuerposten aufstellen für den Kerl, der da hinten ums Eck lauert. So, jetzt haben wir im Moment drei Zwoer-Teams. Hier sind Zwoer-Team, hier sind Zwoer-Team, hier sind Zwoer-Team. Okay, hier probieren wir jetzt trotzdem die Granate. Vielleicht hilft's ja. Irgendwo mal hier rein. Zurück in Deckung, Malmö. Und ihr könnt euch langsam wieder rauswagen. Auch hier werde ich es vielleicht mal probieren. Vielleicht ist der jetzt so geschwächt, dass eine Granate reicht. Stichwort Granate. Wir wollen ja nichts verschwenden. Also Inex, nimm die gleich mal mit. Abgeben. Jawohl, sehr schön. Den da oben hat es zerrissen. Da dürfte jetzt auch keiner mehr sein. Das heißt, mit den anderen beiden komme ich jetzt wieder runter und mache aus den 3-2-Teams, 2-3-Teams. Gut, Upo. Jawohl. Ihr Freunde, ihr kommt mal mit runter. Inex. Und. Ja. Und der Giga Games. Wieder verklickt, aber war nicht so schlimm. So, dem Giga Games gebe ich schon mal eine Granate in die Hand. Ihr zwei wartet hier noch. Ihr bekommt gleich Unterstützung. Ich würde sagen, der Malmö kommt mal mit euch im nächsten Zug. Okay. Giga Games. Aktivieren. Inex, nur für den Notfall. Auch gleich mal eine aktivieren. Sehr schön. Okay. Moment mal, ich möchte jetzt mal was anderes probieren. Gehen wir nochmal zurück. Der Okay ist hierher. Und der Hexis hierher. Ich werde auch dort jetzt mal unseren letzten Störer reinhauen. Hätte ich vielleicht sogar ein bisschen mehr mitnehmen sollen. Okay, launch. Wenn der da jetzt war, dann hat er wenigstens ein bisschen Schaden abbekommen. So, Plexi, jetzt unterstütz uns so mal. Okay, nächste Runde. Malmö, kommt mal mit vor. Das reicht. So, hier, geh mal ab. Dann Giga Games. Ich glaube, der steht da noch. Den sehen wir bloß nicht. Inex, mal ein bisschen Deckung. Nicht, dass uns hier irgendwie so der Blastradius trotzdem erwischt. Giga Games, soweit du kommst. Mit denen bleiben wir hier mal stehen. Der Upo Out kommt mal hier an Schiff ran. Da ist er ein bisschen sicherer. Und dann geben wir ab. Okay. Dann darf der Inex seine mal scharf machen. Haben wir schon. Okay, dann näher dich nochmal an. Die könnten sich ja trotzdem mal hierher drehen, falls der rauskommt, dass wir den spontan erwischen. Gebe ich gleich nochmal ab. Mit den anderen kann ich jetzt eh nichts Großartiges machen. Moment. Ja, er steht auf jeden Fall noch da. Also die Granate war nicht verschwendet. Eben gerade. So, dann nochmal. Sakrament, der hält aus, du. Zwei Granaten, Störer in die Fresse. Und jetzt haben wir unseren Inex auch noch. Ach, mein Gott, bin ich ein Vogel. Ich habe einen Inex verletzt. Aber kein Problem, den werden wir heilen. Der Giga Games übernimmt das mal schnell. Ist jetzt auch nicht so schlimm, die Wunde. Nur der Kopf mal aufgeplatzt. Das passiert schon mal. Gut, dann geht ihr nochmal in Deckung. Den Giga Games wollte ich. Jetzt bin ich wieder total nervös. So. Ja, dann müssen wir den irgendwie anders ausräuchern da unten. Und jetzt würde ich trotzdem mal wieder hier zurückgehen. Mit einem Vierer-Team, damit wir den Hummermenschen ordentlich mal einseifen können. Wenn es sein muss, sogar mit einem Fünfer-Team. Damit da gar nichts passieren kann. Außer einer wuchtigen, schönen Granate in unser Gesicht natürlich.
Granate mit einem schönen Gruß von der Renate. Oh mein Gott. Gut. Na denn. Aber jetzt müsst ihr doch mit einem Schuss von der Sonarkanone wirklich zu killen sein, weil es wäre ja lächerlich ansonsten, was der aushält. Jetzt mal draufhalten. Ach komm, Leute, es gibt's doch nicht, was der aushält. Ist ja lächerlich, du. Im nächsten Zug nochmal. Und dann, wenn er dann nicht umfällt, ne, dann ist es echt Superman. Super Hummer. So. Dann hier mal nachgerückt. Der kriegt jetzt eh ne auf den Latz, hoffe ich. Okay, da steht er auf jeden Fall noch. So, jetzt Giga Games, mach ihn kalt. Es wäre jetzt wirklich gelacht. Na, endlich. Und er ist noch nicht mal tot, der Freund. Also, das ist echt eine Lachnummer. Das war jetzt wieder eine schwierige Geburt, aber es sind halt Hummermenschen. Da geht die Sache nicht so einfach wie bei Kienmenschen. So, dann schauen wir mal hier rein. Hier rücken wir nochmal im Feld auf. Vielleicht sogar hier ein bisschen mehr. Aber nicht zu weit, weil ansonsten laufen wir Gefahr, zu schnell abgeschossen zu werden. Weil dann der blöde Hummermensch nicht mehr ums Eck kommen muss. Okay. Abgeben. Da versucht er auf uns zu schießen. Das war ein Fehler. So, der Kumpel ist auch down. Sehr schön. Ach, diese Hummermenschen, ey. So, jetzt haben wir zwei von den dreien, die wir wissen, dass sie existieren, haben wir jetzt ausgeschalten. Da oben ist noch irgendwo einer. Das wissen wir. Hier unten ist zum Glück fast vorbei. So, das heißt, wir gehen mal vorsichtig voran. Das Fünfer-Team hier machen wir jetzt zu einem Vierer-Team erstmal. Oder vielleicht lassen wir es mal beim Dreier-Team. Weil die Karte ist jetzt bald aus. Die anderen lasse ich hier mal stehen. Hier sollte jetzt nicht mehr viel sein. Plexi, der würde jetzt mal seine Granate in den Rucksack legen, schnell. Und der Upo, der kommt noch hier mit. Also wenn wir Glück haben, ist jetzt wirklich nur noch ein Hummermensch übrig. Aber ich würde nicht drauf wetten. Okay. Der Okay, schaut mal hier hoch. Okay, bleib mal kurz hier stehen. Malmö, mal runter mit hier. Vielleicht versteckt sich ja hier noch einer. Das kann ja gut sein. Hexes. Okay, hier hoch können wir nicht mehr, aber da dürfte auch keiner sein. Schaut mal der Upo out kurz mit hier rein. Okay, aber ich glaube, hier unten dürfte jetzt eigentlich alles halbwegs sauber sein. Trotzdem schicke ich den Plexi auch nochmal mit. Gut. So, der Inex. Hierher. Und hier ist die Gefahrenzone. Da müssen wir jetzt wieder aufpassen. Da war ja einer. Wir erinnern uns, hier ungefähr wurde Julia Bond mit Spontanschuss brutalst abgetötet. So, aber hier ist auch nichts mehr, das ist gut. Dann geh mal hierher, Giga Games. Vielleicht hier, ist ein bisschen sicherer. Okay. Oder wie mein Freund der Eisammer sagt, Okäse. Klingt ja fast wie Okäse. Okay, da oben könnte noch einer stehen. Reicht mal. So, der Hexes. Hierher. Ich glaube, wir haben wirklich nur den Vogel da oben. Dieses abartige Krustentier. Upu out. Dann werden wir das mit all unseren Männern auch wieder umzingeln. Problem ist, jetzt haben wir leider keinen Blaster mehr zum Schwächen.
Ach, Plexikon gleich mit. Wir wissen ja, dass hier kein Gegner ist. Sollte ja keine Gefahr sein. Giga Games. Schau mal hier rein. Okay. Hier steht hoffentlich auch keiner mehr. Gut. Dann gleich mal ein bisschen Deckung. Also hier oben irgendwo wird noch einer sein. Oder vielleicht auch zwei. Mehr denke ich jetzt mal nicht mehr. Abgabe. So. Wo waren wir hier jetzt stehen geblieben? Malmö, schau mal hier oben rein. Okay, hier ist sauber. Also raus. Dann müssen wir wirklich da oben in das eine Eck rein. Hier haben wir ja alles schon inspiziert. Da war alles in Ordnung. Okay. Und der Hexis auch gleich mit. So, dann werden wir jetzt wieder mit geballter Front vorgehen. Also hier den Weg entlang gehen wir nicht. Der war davor tödlich. Das heißt, Inex gleich mal unten mit rum. Das Problem ist, wir wissen nicht den genauen Standort. Der könnte hier drin stehen, der könnte irgendwo hier stehen. So, Giga Games. Vielleicht siehst du was, wenn du da hoch gehst. Nee. Deswegen kommst du auch gleich wieder runter. Nicht, dass du abgeschossen wirst da oben. Stellst dich schon mal hierher. Gut. Der Inex, der bleibt hier mal. Der Upu Out kommt mit. Wen haben wir jetzt noch alles? Plexi, jetzt einfach alle mal vor. Hier haben wir jetzt einen sicheren Perimeter, da sollte uns nichts passieren. So, lass mal gucken. Hier haben wir 4. 5. Irgendwo muss noch einer sein. Malmö. Ja, ich gebe jetzt einfach mal ab. Okay. Spitz mal um die Ecke, Giga Games. Okay. Also, der ist wahrscheinlich hier oder hier irgendwo. Wir wagen es mal, im Giga Games uns hier in Deckung zu stellen. Okay, nichts passiert. Oder er ist eventuell noch ein bisschen weiter oben. Das kann natürlich auch sein. So. Also der Inex hat nur eine Minimalswunde. Da ist er vielleicht na, 4 oder 5 Tage sitzt er aus. Ist er jetzt kein Problem. So, der Inex. Huch. Na, ich glaube, das ist kein Problem. Der Winkel war davor so ungefähr. Sollte ihm nichts passieren. So, ich rücke jetzt mal nach. Unser dritter Soldat. Unser vierter Soldat. Unser fünfter Soldat. Unser sechster Soldat. Da oben rum, naja, ist ein bisschen gefährlich, aber gut. So, jetzt erstmal gucken. Plexi haben wir gemoved. Inex, Giga, Malme. Ach, den Okay, das haben wir vergessen. Natürlich. Ich wusste doch, da war noch einer. So, okay. Langsam ran. Giga Games bleibt hier mal stehen. Inex. Hierher. So, auch mit Plexi können wir jetzt den Sprint wagen. Das wird auch wieder so ein Vogel sein, der sich da oben irgendwo verschanzt und nie rauskommt und dann wieder 1000 Zeiteinheiten zum Ballern hat. Also ich glaube, der steht hier irgendwo wahrscheinlich, weil wenn er hier stehen würde, hätten wir wahrscheinlich schon längst ein Problem gehabt. Der Hexis kommt auch mit. So. Malmö. Nimmt mal die Position, die alte Position seiner Vorläufer ein. Der Okais kommt unten rum nach und Abgabe. Okay. So, Strategoris spielen wir jetzt hier mal ein bisschen, ne? Malmö. Ja, kommst zuerst mit hier rüber mal. Gut. Und der Upu, der stellt sich jetzt mal hierher und geht da in Deckung. Jod. Inex. Nee, den lassen wir mal hier. Plexi. Hat jetzt noch 44 Zeiteinheiten. Dann würde ich sagen, sprint mal zum Giga Games. Gut.
dann Hexis auf die Knie und Malmö. Ach, den haben wir schon bewegt. Okay, dann fehlt noch der Okais. Den bewegen wir noch schnell. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause und im nächsten Zug geht's dem wahrscheinlich letzten Hummer-Match an den Kragen. Bis denn.